Hi zusammen, ich bin heute in der. Hi zusammen, ich bin heute unterwegs in Sachen Bärlauchsuche und ich stehe schon mitten in einem riesigen Bärlauchfeld hier und da gilt es ein bisschen was zu sammeln und ja, dann sammle ich einfach mal los. Ja, also ich habe hier jetzt gerade nach der Wurzel vom Bärlauch gegraben, nach der Knolle. Hier haben wir sowas. Die sind aber nur im Winter scheinbar richtig scharf. Ich habe jetzt gerade mal eben eine probiert. Probieren wir hier noch mal eine. Mal den Dreck abmachen. Eine. Und hier noch eine. Zweite. Im Winter sind die ein bisschen dicker, klar, weil sie eben dann die Nährstoffe halten. Also oh, teilweise noch schön knoblauchig scharf, die etwas größeren, aber nicht mehr ganz so viel Aroma. Knoblauch. Schönen Packen gesammelt. Der ganze Wald hier ist voll von Bärlauch. Da habe ich echt eine sehr gute Stelle gefunden, aber die hat mir meine Schwester gezeigt, beziehungsweise sie hat mir gesagt, wo ich sie finde. Genial, hier werde ich jetzt jedes Jahr herkommen zum Ernten. Ja, wenn ihr wissen wollt, woran man Bärlauch wirklich erkennt, ich verlinke euch mal ein Video, und zwar vom Kanal Outdoor Bavaria. Und da die Vanessa, die hat das ziemlich gut erklärt, woran man Bärlauch erkennt und wie man ihn auch gegen die giftigen Pflanzen unterscheiden kann. Also das reicht mir definitiv noch als Ausbeute an Bärlauchzwiebeln. Vielleicht setze ich auch ein paar von denen bei mir im Garten an. Mal schauen, ob der angeht. Ansonsten kommen sie in die Nudeln. Schöne Zwiebeln. Und ab in die Tasche. Meine Frau und ich haben jetzt ja, hier schon eine große Handvoll gesammelt. Meine Frau hat auch noch eine Tüte voll. Gehen wir kurz rüber. Da kriegen wir sicherlich einiges an Pesto raus. Geht auch raus, sucht Bärlauch, jetzt ist die beste Jahreszeit dafür, jetzt ist die einzige Jahreszeit dafür. Sobald er anfängt zu blühen, verliert er wieder an Aroma. So, der Bärlauch muss natürlich jetzt erstmal noch gewaschen werden und dann auch gleich die Wurzeln hier von den Zwiebeln entfernt.
Beziehungsweise die Zwiebeln mache ich direkt ganz ab. Die Bärlauchzwiebelchen hier trockne ich jetzt ein bisschen ab, dass gerade nicht so viel Wasser dran ist. Und dann kommen die hier in so ein winziges Glas, was ich habe, und werden dann jetzt gleich mit Olivenöl aufgefüllt. Und dann kann das erstmal noch so ein paar Wochen schön durchziehen. Und dann habe ich hier so ein schönes Bärlauch-Olivenöl, was ich mal dann direkt über die Pasta drüber kloppen kann. Hat auch gerade gereicht für das kleine Gläschen hier. Gucken, dass hier alles bedeckt ist. Glas zuschrauben. Und dann kann das jetzt ein paar Wochen ziehen. So, zweite Schüssel ist fertig. Jetzt geht's dran, die Dinger zu trocknen. Und zwar einmal mit der Salatschleuder. So, jetzt trocken schleudern. Ja, da die Bärlauchblätter immer noch recht nass aus der Schüssel rauskommen, haben wir sie jetzt gerade noch so ein bisschen in so ein Tuch eingeschlagen und dann wird geschleudert. Da ist es ein bisschen luftiger drin und das Tuch saugt noch ein bisschen Feuchtigkeit auf. So, wir machen jetzt ja Bärlauchpesto daraus und gewaschen haben wir sie ja schon, getrocknet auch, und jetzt haben wir sie klein geschnitten. Ich habe da mal was vorbereitet. Wir haben 288 Gramm Bärlauch und da kommen jetzt erstmal 288 Gramm Olivenöl drauf und das wird dann miteinander vermixt. Parmesan haben wir heute keinen da, den gehen wir morgen kaufen. Ein paar Pinienkerne haben wir auch da, aber nicht 288 Gramm, sondern nur ein bisschen weniger. Wir machen uns dann heute nur eine kleine Portion fertig. So, das wird jetzt hier mal schön vermixt. Und jetzt hören wir uns davon 100 Gramm weg. Wir hatten 100 Gramm Pesto gehabt, also 100 Gramm Olivenöl mit Bärlauch zusammen. 50 Gramm Olivenöl, 50 Gramm Bärlauch. Und ich habe jetzt nochmal 50 Gramm Pinienkerne dazu genommen. Leider vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Und das auch hier schön vermixt. Salz habe ich jetzt mal keines dazu gegeben. Da wir das nachher mit Feta mischen, und der ist ja schon von sich aus salzig genug, nur noch eine Prise Pfeffer drauf. Und ja, Pesto ist damit fertig. Und kommt dann somit nachher über die Nudeln. So, jetzt haben wir hier den Feta schön klein gewürfelt und verrühre ich jetzt einfach mal mit dem Pesto. Und dann kommt der später über die Nudeln drüber. Jetzt haben wir hier eine schöne Masse. Und später kann man immer noch nach Belieben ein bisschen Feta dazu machen. Super. Die Nudeln sind angebrochen. Also angebrannte Nudeln hatten wir auch noch nie. Ups. Ups. So, den Rest mische ich jetzt gleich durch und dann sehen wir uns am Tisch. So, jetzt gibt es Nudeln mit Pesto, selbst gemacht. Frisch rüber, Prise Salz
und eine Prise Pfeffer. Mahlzeit. Ich quäle euch jetzt nicht weiter. Also selber raus, ab in den Wald, Bärlauch sammeln und alles genauso nachmachen.